good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Ski Gaming TV ist wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo zur FIFA 15 Ultimate Team. Dieses Informationsvideo geht über das Team of the Year, was jetzt Anfang Januar rauskommt. Und ja, für ziemlich viele Ultimate-Team-Spieler ist das ziemlich wichtig, weil die unbedingt Packs öffnen wollen, unbedingt eine blaue Karte als erstes Team wollen und noch vieles mehr. Ich gebe euch in diesem Video ein paar Tipps, wie ihr traden könnt, wie ihr schneller Münzen machen wollt und so weiter. Zuerst wollen wir erstmal anfangen, dass ihr jetzt wahrscheinlich ein Team habt und wenn ihr zum Beispiel noch Spieler habt, die über 100.000 Münzen wert sind, oder ein Spieler, ist ziemlich egal, also jedenfalls ein Spieler, der über 100.000 Münzen wert ist, dann würde ich jetzt an eurer Stelle den sofort verkaufen, weil die Preise bald immer weiter sinken und beim Team of the Year werden wahrscheinlich teure Spieler bis zu 15-35% fallen, also die Preise sinken richtig krass, das kann ich euch wie letztes FIFA, also FIFA 14 letztes Jahr, kann ich das euch wirklich sagen, ich war live dabei, habe das live miterlebt. Hab das zwar nicht so gut gemacht, weil ich auch nicht so viele Münzen habe, aber jetzt habe ich ja schon über 1 Million. Und ja, ich würde sagen, Spieler jetzt verkaufen und wenn das Team of the Year rauskommt, es kommt ja immer, das Team of the Year kommt raus, dann seht ihr die ganze Mannschaft und dann kann man zuerst den Torwart und die Abwehrspieler ziehen. Dann 3 oder 2 Tage später die Mittelfeldspieler, dann wieder 2-3 Tage später die Stürmer und dann 2-3 Tage später das ganze Team. Jetzt denken wahrscheinlich welche, ja, wann soll ich den Spieler denn wieder kaufen, wenn er mir so gut gefallen hat und ich den unbedingt wieder haben will. Ja, das ist so eine Sache, also die Preise werden eh sinken, auch wenn ihr den Spieler jetzt bei den Abwehrspielern so gekauft. Aber ich denke mal, am meisten Packs werden gezogen bei den Angreifern und bei das ganze Team. Ich weiß aber nicht, ob das so einen großen Unterschied macht von den Preisen her, weil wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Millionen Leute, Millionen Packs in die Abwehrspiele da rein investieren. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das so einen großen Unterschied macht. Habe ich letztes Jahr nicht so gut beobachtet, aber das macht eigentlich keinen Unterschied, vielleicht 30.000 Münzen oder so. Aber bin ich mir auch nicht sicher, weil ihr natürlich bei den Angreifern wahrscheinlich Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und, denke ich mal, rechter Flügel, Bale oder Robben kommen werden. Dazu noch kurz zu sagen, wenn ihr die 10 Likes schafft auf dieses Video, kommt in den nächsten Tagen ein Prognosevideo zum Team of the Year. Da suche ich mir so 3-4 Spieler raus, zu denen ich was erzähle, warum die das unbedingt da verdient haben, um in dieses Team zu kommen. Aber wir kehren jetzt einfach mal wieder zurück zu diesem Thema heute. Von den Spielerverkaufen wisst ihr jetzt Bescheid. Ich mache das auch, habe das schon gemacht und werde auch teure Spieler kaufen, die also am Team of the Year, die halt wirklich viel Preis nachgelassen, also gesunken sind und die dann, keine Ahnung, 2-3 Wochen später, einen Monat später wieder verkaufen, zum Beispiel Ibrahimovic, ich weiß jetzt nicht, wie viel er kostet, kann ich jetzt nicht einschätzen, wenn er jetzt zum Beispiel 600.000 Münzen kostet, fällt er wahrscheinlich auf 500.000 Münzen runter oder so und dann steigt er wieder an auf 600, keine Ahnung, irgendwas Münzen und dann kann man ihn ja verkaufen, macht man ungefähr 100.000 Gewinn, das ist eigentlich auch ziemlich gut, ist zwar ein Risikospiel alles, aber bei FIFA 14 hat das auch alles geklappt, warum FIFA 15 nicht, ist ja genau das gleiche. Nächstes Thema ist, dass wenn man noch ein Team hat, was zum Beispiel, oder ein Team bauen will, sagen wir jetzt mal so, was 500.000 Münzen kostet und jetzt man jetzt zum Beispiel 700.000 Münzen hat, dann würde ich das Team jetzt nicht kaufen, auch wenn das gerade, ja komm, ich habe Bock auf FIFA, hab Ferien, hab viel Zeit, will jetzt ein ordentliches Team bauen. Würde ich an eurer Stelle trotzdem nicht machen. Ich würde erstmal ein OP Hybrid bauen, dafür 50.000 Münzen oder so mit Emenike Yebabo und so. Könnt ihr auch auf meinen Kanal gucken, habt da auch schon ein paar Squad-Bilder dazu gemacht, zu diesen günstigen Teams, die einfach auch recht nice waren. Ja, wie gesagt, 500.000 Münzen wollt ihr unbedingt ein Team bauen, dann würde ich euch empfehlen, das Team am Team of the Year zu bauen, weil die Preise halt ziemlich sinken und das halt auch teure Spieler sind. Dann ist das Team zum Beispiel nur noch 350.000 Münzen wert. Dann habt ihr 150.000 Unterschied, habt ihr 150.000 gespart. Und ja, das ist auch eine ganze Menge. Dafür könnt ihr jetzt zum Beispiel Packs ziehen und so und hoffen, dass ihr eine blaue Karte zieht.
Ja, so werde ich das machen. Ich habe auch schon ein Team gefunden, was so 450k kostet. Wollte ich mir heute eigentlich auch bauen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, die Preise werden jetzt immer weiter sinken. Und wenn du beim Team of the Year zum Beispiel jetzt ein geileres Team gefunden hast, dann musst du das Team verkaufen und dann machst du richtig viel Verlust. Also ich würde euch empfehlen, das ein UP-Hybrid jetzt zu bauen mit Emenike und so. Die sind ja eigentlich brauchst du nur das Team, brauchst ja kein teures Team, meiner Meinung nach. Aber ja, eher so ein geiles Hybrid-Bomb, was ziemlich günstig ist, und das dann am Team of the Year behalten als Fitness-Team und dann richtig gutes 500k-Hybrid zu bauen am Team of the Year, was ziemlich gesunken ist und dann nur noch 350k kostet oder so. Ist zwar jeden seins, ich gebe euch hier nur ein paar gute Tipps, also ich erzähle auch keinen Bullshit oder so. Das werden wahrscheinlich auch größere YouTuber noch sagen. Die werden wahrscheinlich auch noch ein Informationsvideo noch raushauen oder haben das schon gemacht. Und dennoch zum letzten Thema ist das Münzen kaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel noch 150.000 Münzen hat, ein geiles Team bauen will und sogar noch Packs ziehen will und unbedingt eine blaue Karte ziehen will, das ist ja auch immer was. Ich will auch unbedingt eine blaue Karte ziehen. Aber man muss beim Verstand bleiben. Nicht jeder Ultimate Team Spieler hat so viel Glück und zieht eine blaue Karte. Die Möglichkeit ist da, aber wer schon länger spielt, der kennt das schon, wenn man 500k investiert und 50k rausbekommt, dann wieder durch die Packs. Ja, wenn ihr Münzen kaufen wollt, dann würde ich das euch empfehlen bei eBay, wenn ihr ein PayPal-Konto habt. Meine Eltern haben zum Beispiel kein PayPal-Konto oder ich habe kein PayPal-Konto. Deswegen habe ich meine Münzen bei Randy One gekauft, weil das am sichersten, am schnellsten und am günstigsten ist. Am günstigsten würde ich jetzt nicht sagen, weil es natürlich kleinere Seiten gibt, die zum Beispiel 1 Million für 15 Euro anbieten, aber da würde ich an eurer Stelle nicht kaufen. Da Essen bekommt ihr vielleicht sogar gar nicht eure Münzen, sondern so Abzocke und könnt dagegen nichts machen. Oder die leiten das weiter zu EA und dann wird euer Account gebannt. Und ja, das Geld ist im Arsch, euer Account ist im Arsch. Also das würde ich auch nicht machen. Randy One würde ich euch empfehlen. Habt das schon dreimal gekauft und ja, ich sag das jetzt einfach öffentlich, weil kein EA-Mitarbeiter bei mir zuguckt. Ja, außerdem juckt das eh keinen. Also bei Randy One MMOGA ist teurer als Randy One, deswegen würde ich euch empfehlen, eBay oder Randy One da zu kaufen, weil das halt sicher ist und günstig und richtig schnell bei Randy One. Kann ich euch wirklich empfehlen, auch ich habe da keine Partnerschaft und sonst würde ich jetzt sagen, Link in der Beschreibung, aber nee. Ist bei mir noch nicht so der Fall, also bei uns, dass wir jetzt eine Partnerschaft mit irgendwelchen, keine Ahnung, Mützen-Dinger da eingehen. Ihr wisst schon Bescheid. Und ja, dann war es das schon zu diesem Video. Geht das 8 Minuten? Das waren viele Tipps, die meiner Meinung nach richtig gut sind, aber ihr müsst das selber wissen. Ist euer Account, ich will euch nur helfen. Und bei 10 Likes, dann wie gesagt, kommt in den nächsten Tagen Prognose zu dieser Mannschaft. 3-4 Spieler werde ich mir dann da raussuchen. Dann die Karte vorstellen und dann dazu sagen, ja, warum genau die. Bei 10 Likes und dann hoffe, es hat euch gefallen, dieses Informationsvideo. Lasst ein Like da, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.